was war so die Herausforderung für dich jetzt bei diesem Rebranding? Du, grundsätzlich, wir haben das Corporate Design, aber wir haben in dem Sinne eigentlich die wesentlichen Cs noch nicht klar definiert gehabt. Ich denke an Corporate Communication, Corporate Identity, bis hin zu einer Corporate Behavior. Die haben wir jetzt alle gemeinsam erarbeiten. Wir haben dementsprechende Dokumente können verfassen und jetzt, wo wir sozusagen uns den Grundstein gelegt haben für Gemelli Engineering 3.0, jetzt können wir Speed aufnehmen und umsetzen.